festgestellt, dass der Hubschrauber nicht fliegen kann. Der kann nur auf dem Boden fahren, ist aber wahrscheinlich besser, weil ungefährlicher. Und dank des Keyboards rülpst und furzt es jetzt die ganze Zeit in meiner Wohnung. An dieser Stelle mal kurz etwas. Ich bin so froh, dass ich mittlerweile hier so ein Ding habe. An alle Alleinerziehenden, das sollte das Erste sein, was ihr euch kauft. Das und Batterien braucht man, um mit Kindern zu überleben. Also, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir von Simba eine Toybox zugeschickt bekommen. Und da waren drei Spielsachen drin für die Kinder. Und die wollte ich euch jetzt gerne mal noch ein bisschen zeigen. Zum einen habt ihr ja gesehen den Hubschrauber von Feuerwehrmann Sam. Und ich habe die Verpackung gesehen und dachte, ach geil, ein Hubschrauber, der fliegt. Im zweiten Moment dachte ich, ach scheiße, ein Hubschrauber, der fliegt. Zum Glück fliegt er allerdings nicht. Ich habe wirklich gedacht, mit der Fernbedienung, dass der dann wirklich fliegt. Und das ist ja tatsächlich nicht so ungefährlich, gerade auch so im Hinblick auf meinen Fernseher zum Beispiel. Deswegen war ich dann doch ganz froh, dass er nicht fliegt. Hier kommen ganz normal Batterien rein. Er ist sehr robust. Also wenn mein Kind ein Spielzeug testet, kann ich euch sagen, ob es robust ist oder nicht. Und das ist tatsächlich sehr robust zum Glück. Und eine Fernbedienung, die super simpel zu bedienen ist. Also wir haben zum Beispiel auch ein ferngesteuertes Auto. Und ich kann das nicht bedienen. Meine Mama kann das auch nicht bedienen. Wir bekommen das nicht in dieses Auto zu bedienen. Und hier hat man halt wirklich nur zwei Tasten. Und das kann man auch ein- und ausschalten. Ich mach das mal kurz an. Und dann geht es halt los. Ne? Der Propeller dreht sich. Und dann drehen sich halt auch unten die Räder und der kann fahren. Und hier unten gibt es auch noch ein kleines Licht. Also das finde ich echt eine schöne Sache, eine super Sache. Und damit kann man echt schön spielen. Der kommt nämlich immer angerast, wenn es einen großen Unfall mit den Autos gibt. Also dann habt ihr halt auf dem Fußboden bei uns zu Hause so eine Massenkarambolage von ungefähr 20 kleinen Autos. Und dann kommt der angefahren und dann werden die alle gerettet. So, dann hatten wir, ich hatte sowas als Kind auch, einfach schwarz, nicht so ein tolles Kinderkeyboard. Das ist jetzt das, was meine Kinder haben. Und ich finde das schön. Die haben jetzt wirklich tatsächlich angefangen, sich auch für Musikinstrumente zu interessieren. Gerade so für den Bereich auch Flöte und so. Da wollte ich mir noch mal ein bisschen was angucken. Und das Ding haben die gefressen. Wir hatten das auch schon bei Freunden mit uns mit. Der Sohn ist ungefähr noch ein halbes Jahr jünger als wir. Also auch der hatte da richtig Spaß dran. Und man kann ganz normal natürlich hier auf den Tasten was klimpern. Aber natürlich gibt es auch so Demo-Songs. Ja, und man kann tatsächlich, das finde ich richtig cool, das konnte ich früher bei meinem nicht, man kann das, was man da auch so klimpert, kann man auch aufnehmen, abspielen und dann natürlich auch wieder Stopp drücken. Man kann
die Lautstärke extrem reduzieren oder auch hochstellen. Jetzt macht er nichts. Also man kann die Lautstärke hoch und runter regeln, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Auch das Tempo kann man regeln. Dann hat man hier noch zwei so Herzen. Und das rote Herz oben, das sind Rhythmen. Also sowas wie Disco zum Beispiel oder Samba, was man machen kann. Und das grüne Herz sind Musikinstrumente, also sowas wie zum Beispiel, da hat man ein Piano dabei, eine Gitarre, eine Violine, eine Trompete zum Beispiel. Das hatte ich zum Beispiel bei meinem Kinderkeyboard früher auch. Und dann gibt es halt etwas, die Kinder lieben das und die drücken fast auch ausschließlich nur diese Tasten. Warte, Moment. Ich muss das einmal nochmal. Also das ist immer die Melodie, wenn man das anschaltet. Und zwar, Achtung, die Lieblingstasten meiner Kinder. Und so klingt es dann öfter im Laufe des Tages bei uns zu Hause. Nun gut. Und dann gibt es auch noch... Und... Die werden allerdings nicht so oft benutzt. Also das finde ich auch mega, mega cool. Ich verlinke euch alle drei Produkte unten in der Infobox. Und wie gesagt, die zwei Sachen, die wurden schon bespielt. Und das dritte, was im Paket war, das bekommt Svea allerdings erst zum Geburtstag. Ist ja nicht mehr so lang. Und zwar, das kann ich tatsächlich noch nicht, habe ich noch nie früher gesehen, Bouncing Babies Little. Und zwar krabbelt diese Puppe. So sieht die aus. Und die krabbelt. Also hier kommen auch Batterien rein, irgendwo, oder sind schon drin. Das habe ich mir halt so genau noch nicht angeguckt. Und dann krabbelt die halt los. Die hat hier noch ein Bettchen dabei. Was übrigens hier, also es gibt da noch verschiedene. Also die wir jetzt haben, die kann halt krabbeln. Und das Bettchen, das schaukelt auch noch. Und dann gibt es noch eine, die alleine laufen kann. Und die hier mit dem Pferdchen... Ich schaukle und bewege meinen Kopf. Aber wir haben, wie gesagt, diese hier, die krabbeln kann und das Bettchen hin und her schaukelt. So sieht das aus. Bouncing Babies. Bin ich dann schon sehr gespannt, wenn wir das Ende März benutzen. Also Svea steht ja auf sowas. Also alles, was so mit Puppen und so zu tun hat, da steht die voll drauf. Also wir haben hier jetzt schon so, also das ist auch ihr liebstes Spiel, die ins Bett zu bringen, die schlafen zu legen, auszuziehen, also die sind fast ausschließlich nackt bei uns zu Hause, diese Babys auszuziehen und schlafen zu legen. Und dann werden die auch gerne überall mit hingeschleppt, weil man muss denen ja einiges zeigen. Und dann werden die auch gerne mal in irgendwelchen Katzenkörbchen oder Hundekörbchen abgelegt zum Schlafen. Wir haben auch einen Kinderwagen und ein Buggy und so eine Tragetasche und zig Decken und Kissen und Schnuller und Fläschchen und sowas. Ne? Also die ist wirklich so eine klassische Puppenmama und deswegen bekommt sie mir von mir jetzt so ein Bouncing Babies. Halt mal was ganz, ganz anderes als die Puppen, die sie bis jetzt hat. Auch was ganz, ganz anderes, was man damit machen kann. Und bin sehr gespannt, was sie dazu sagt. Und das verlinke ich euch natürlich auch sehr gerne unten in der Infobox. Ich kann halt nur noch nichts dazu sagen. Das waren die drei Produkte, die in der Toybox von Simba drin waren. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, das kleine Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!